Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Let's Play-Projekt bei uns, den Online Game Masters. Ich bin euer Steve und das neue Projekt ist Alan Wake. Ein unfassbar großartiger Titel, der eigentlich an sich nicht hätte, ja, der eigentlich an sich meiner Meinung nach nicht besser sein kann als englische Sprache erzwingen. Was mich jetzt interessieren würde, ist es dann auf Englisch die Voice-Over, also die Synchronisation und die Untertitel auf Deutsch. Das wäre natürlich perfekt, weil ich habe das Spiel jetzt nur angetestet. Deswegen haben wir hier Spiel fortsetzen. Unter anderem, ich habe auch die Specials. Also ich habe hier die Collector's Edition. Ach, ja. Ja doch, die Collector's Edition. Und gerade ein Haar auf der Zunge gehabt. Und da sind halt diese beiden Episoden dabei. Und nach Alan Wake werde ich, denke ich, auch Dings Let's Play, Alan Wake American Nightmare. Ja, aber wie gesagt, wenn es geht, würde ich das Spiel gerne auf Englisch spielen mit einem deutschen Untertitel, weil die englische Synchronisation ist so unfassbar gut. Also es gibt viele Spiele, bei denen die englische Synchronisation gut ist und besser als die deutsche vor allem. Und dann gibt es halt auch noch diese sehr wenigen Spiele, die auf Englisch so eine unfassbar geile Synchronisation haben, dass es fast schon eine Schandtat ist, das Spiel auf Deutsch zu spielen, mit deutscher Synchronisation. Und ich finde die englische Synchro, die Stimmen, die passen perfekt zu den Charakteren, es kommen perfekt die Gefühle rüber, die im Spiel ja von den Charakteren ausgestrahlt werden. Und es mangelt ja manchmal auch bei den Spielen, dass es nicht so ganz so packt. Nicht so ganz so passt mit den Synchronisationen und der Emotionen, die sie rüberbringen sollen. Ich spiele auf der höchsten Grafikeinstellung, die es geht, deswegen benutzerdefiniert, denn auf hoch ist hier alles, also hier bei der anisotrope Filterung und bei der Konturenausgleich ein bisschen weniger. V-Sync ist auch an und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich hoffe, es ist dann jetzt auf Deutsch, also die Untertitel, und der Rest ist auf Englisch. Bei Videokommentar kann man während den ganzen Cutscenes noch fast schon wie bei Film der Regisseur, wo dann drüber labert, hier die Spieleentwickler. Ja, Alan Wake, ein unfassbar gutes Spiel, bei dem einfach perfektes Halloween-Feeling aufkommt. Und wenn ihr euch dieses Video anguckt und es ist Tag, wartet, guckt euch das lieber abends an in völliger Dunkelheit. Es ist kein Horrorspiel, also kein direktes Horrorspiel mit irgendwelchen extremen Horror-Effekten oder sonstiges. Es ist eher sowas wie ein Thriller. Ein Action-Thriller, könnte man sagen. Und der ist echt unfassbar geil. Also ein neues Spiel anfangen, auf normal natürlich. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic. And there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why. But there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again.
suddenly, his body was gone. Perfekt. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Das ist perfekt, dass die Synchro auf Englisch ist und der Untertitel auf Deutsch. So, wir wollen natürlich nicht die Steuerung invertieren. So, passt perfekt. Gut, Alan Wake. Wenn es ein Film wäre, ich würde diesen Film lieben. Also wirklich, absolut vergöttern quasi. Es wäre einer meiner Lieblingsfilme, wenn der genauso wäre wie das Spiel. Weil es ist echt traumhaft. Oh geil, da hinten ist eine. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Thermosflasche? Die habe ich ja noch nie bemerkt da hinten. The bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. Das ist ein Sammelobjekt, nicht wirklich wichtig für das Spiel, aber. Mal gucken, was ich am Ende so alles finden kann. Es gibt hier nämlich auch eine Statistik, die man sich jederzeit angucken kann. Oder bin ich mal gespannt, wie die dann am Ende aussehen würde. You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? You're in this story now, and I'll make you suffer. Oh! Ist mir noch gar nicht aufgefallen. You missed your deadline! Okay, Tutorial-Zeit. Der erste Kapitel hier, Nightmare, ist ein Tutorial. Och, komm! Okay. Ja, komm schon. Und nochmal. I realized that the Hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Okay. How does it feel to die by the hands of your own creation? Das werden wir hoffentlich niemals rausfinden. Lauf, Alan. Ich zocke es übrigens hier auch gerade in absoluter Dunkelheit. Dieses Spiel muss man einfach so spielen. Im Dunkeln. Alles cool, bin auf dem Weg. Bin da. Und die Brücke ist weg. Okay. Vielleicht. Au! Oh. Folge dem Licht, alles klar. Au! You were hurt. You
Ja, das Licht ist unsere einzige Rettung hier in diesem Spiel. Immer. Oh. Denn das Licht heilt uns. Und ist unser Freund. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Das Spiel habe ich übrigens schon ewig nicht mehr gespielt. Das war damals noch zu Release, wo ich das Spiel gezockt habe. Und das ist jetzt auch schon einige Zeit her. Ja, und seitdem habe ich das Spiel auch nicht mehr gespielt. Ich kenne zum Beispiel die Special-Episoden gar nicht. Die Erweiterung kenne ich nicht. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Die Taschenlampe, unser wichtigstes Equipment. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Ah. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Okay. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Ja, wie gesagt, das Spiel habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, Release ungefähr war es das letzte Mal. Habe ich es durchgezockt mit einem Kollegen. Auch relativ schnell. Also, was heißt schnell, den kompletten Tag lang haben wir dafür gebraucht. Also es geht schon ein bisschen das Spiel, aber es ist halt auch unfassbar gut. Und ich bin froh, dass es so lange geht. Und ja, man könnte sogar quasi sagen, es wäre blind. Wir kommen jetzt hier rechts hoch. Wie gesagt, das erste Kapitel habe ich schon gespielt gehabt. Zum Testen. Mit der Grafikeinstellung, ob alles passt und so. Also was heißt das erste Kapitel? Den Traum halt. So. Wir müssen halt die Gegner immer erst mit der Taschenlampe anleuchten, bis halt dieser Effekt da ist, dass die Dunkelheit nicht mehr bei denen ist. Und erst dann können wir die erschießen, solange sie uns halt unverwundbar bei unseren Kugeln. Aber wir können die dennoch erschießen, und zwar mit der Leuchtpistole. Auch eine sehr praktische Waffe bei Gegnermassen. Genauso wie etwas anderes, was noch sehr viel Licht erzeugt. So. Und zack, sind sie down. Gegen die Leuchtpistole macht keiner was. Oh. Was? Ja, die Taschenlampe oben links, das sehen wir auch unsere Heilung und den Radar. Die Taschenlampe, die lädt sich nach einer Zeit immer wieder auf, aber wir müssen auch ab und zu mal die Batterien einfach wechseln. Wenn zum Beispiel viel zu viele Gegner da sind. Und jetzt rennen! Rüber da!
rüber da. Lauf ein bisschen mehr. Da ist übrigens auch eine Thermosflasche, aber da ich ja das Tutorial schon mal gespielt habe, eben beim Testen, ist jetzt halt nicht mehr da. Rüber da, rüber da, rüber da, rüber da, rein da, rein da. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Wisst ihr jetzt, was ich meine mit, dass es sich teils wie ein Hollywood-Blockbuster ungefähr, habe ich ja gesagt, spielt? Ich hoffe doch. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying, I'm Pat Main, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Main, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Ach, ist das schön, wenn der... Das ist richtig schön, perfekt lippensynchron ist. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great. Great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. Ich mag die Mimik in dem Spiel. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Ist das nicht ein hübscher Wagen da vorne? Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Bin doch schon zurück beim Car. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us.
I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the O'Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you.